Detlef, wir sind hier auf der Tagung der IG Metall und der Hans-Böckler-Stiftung zur Digitalisierung der Arbeitswelt. Die digitale Arbeitswelt in Deutschland entwickelt sich ja noch. Muss man hier nicht noch Zeit lassen, sich zu entwickeln? Also ich glaube, wir haben keine Zeit, weil das wird ja kein revolutionärer Prozess sein, der von Montag auf Dienstag passiert, sondern evolutionär immer ein Stückchen mehr. Und ich glaube, wir müssen ganz früh anfangen, unsere Pfade zu legen, unsere Aspekte mit einzubringen in die Diskussion, damit das, was sich entwickelt, sich direkt richtig entwickelt. Ich glaube, wenn sich schon was falsch entwickelt hat, werden wir es nicht mehr zurückdrehen können. Nein, wir haben keine Zeit zu warten. Wir müssen mit der Gestaltung sofort anfangen. Kannst du konkrete Elemente der Digitalisierung nennen, die die IG Metall gerne mitgestalten möchte? Ja, wir haben ja verschiedene Komplexe. Wir haben das mobile Arbeiten, wir haben Industrie 4.0, wir haben das Crowdsourcing. Im Grunde genommen geht es darum, die veränderten Arbeitssituationen, die veränderten Lebenssituationen, die entstehen durch die Digitalisierung, sozusagen positiv zu beeinflussen. Was passiert mit der Qualifikation? Was passiert mit der Mitbestimmung? Was wird an Arbeitsorganisationen an Verbesserungen erfolgen? Wo sind die Handlungsspielräume der Menschen größer geworden? Aber auch, wie schützen wir für Überforderung, für ständige Erreichbarkeit? Wie minimieren wir die Gefahr von Arbeitsplatzverlusten? Also wir haben einen großen Wust von Regelungsnotwendigkeiten und Diskussionsnotwendigkeiten. Du hast eine Plattform gefordert, angegliedert bei der Bundesregierung, bei der die Sozialpartner die Beschäftigungsfolgen der Digitalisierung diskutieren und vielleicht auch Regelungen schaffen. Was erhoffst du dir davon? Ich hoffe mir davon, dass wir wegkommen von der reinen Technikbetrachtung. Wir müssen sehen, dass wir nicht von der Technik getrieben werden, sondern dass die Menschen diesen Technikprozess beeinflussen und damit auch die Gestaltungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden. Und wir erleben schon, dass die Bundesregierung sehr technikorientiert ist, die Unternehmen sehr technikorientiert sind, und wir favorisieren sozusagen eine Plattform, wo wir als Gewerkschaften unsere Aspekte auch mit einbringen können. Ich glaube, wir werden die Digitalisierung nur erfolgreich organisieren können, wenn Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften und die betroffenen Belegschaften und die Politik hier an einem Strang ziehen und gemeinsame Entwicklungspfade definieren.